Eine wundervollen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen. Wir haben Demon's Souls durch, ich habe hier eine höchste Powerlogge. Wir spielen Bloodborne, ich habe Bloodborne schon ein bisschen angetestet, ich habe sehr viele Fragen, wir spielen wieder live. Ich habe übel Bock und das Spiel ist alt. Let's go. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Das weiß ich nicht. Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer Vertrag. Hier ist noch der Kaffee im Bild. Ups. So. Wir heißen. Er ist ein ganz klassisch Maxim. Sind männlich, sind jung. Wir sind Herkunft, konnte man auch was ändern, ne? Ich weiß noch nicht, was Blutechos sind. Normale, glückliche Kindheit, alle Attribute durchschnittlich. Ich glaube, ich nehme professionell, weil professionell hat super viel Geschick. Leben voller Gewalt und professionell ist ja quasi sehr ähnlich, ne? Blutfärbung. Ich weiß noch gar nicht, was Blutfärbung bringt, by the way. Grausames Schicksal. Nichts nutzt. Deine Geburt war ein Fehler. So. Wir nehmen den. Ich möchte wieder so ein Geschicklichkeitsbild haben. Okay. Ihr helft mir dann wieder. Ich habe ja schon ein paar Sachen hier in dem Spiel gesehen. Ah, Blutechos sind Seelen. Aber zu Beginn des Spiels, oder was? Gut. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Das Ding nach Traum. So, ich schöne Lacher, ich habe meine Tasse vergessen. I forgot my Tass. So, hier merkt man natürlich, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist. Na, das ist jetzt kein Remake des Dark Souls. Oh my god. Alles nur ein Traum. Das ist alles nur ein Traum. Das ist alles nur ein Traum. Was war das? Warum ist die so verburnt? Bruder! Alter, dein Mund! Oh, knutscht der mich jetzt? Alles schon räudig. Ah, ihr habt euch einen Jäger gesucht. Wer ist das? So. Also, wir sind jetzt hier in der Klinik. Ich habe schon ein ganz kleines bisschen gespielt. Na, ich habe ein ganz kleines bisschen bereits gespielt. Das heißt, ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass ich, das soll Zweihandkampfstil sein. Oh my god. Na, und ich weiß, dass man auch eine Links-Rechts-Kombo machen kann. Das sind wir, also ich sage euch, wann es quasi blind ist. No. So, also wie gesagt, die Grafik ist ein bisschen smooth. Kann man das so sagen? Das ist ein bisschen Resident Evil Style. So, hier gibt es ein paar Tipps von diesen kleinen Viechern. Das habe ich auch schon gesehen. Und dann gibt es hier den ersten Gegner. Look at that. Na, aber der ist ja schon verletzt.
So, aber der ist anscheinend ein bisschen drunk. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier mache. Aber ich mach's einfach mal. Ich heile mich tatsächlich. Lol. Beim ersten Mal habe ich den geschafft. So, machen wir gleich nochmal. Der Handkantenschlag. So. Ich glaube, das Spiel teleportiert mich automatisch hierhin. Kann das sein? Ich glaube, ich lande jetzt in dem Hub, oder? Ja, ich lande jetzt in dem Hub. Okay, gut. Ich habe es beim letzten Mal so geschafft, dass ich den gekillt habe tatsächlich. Dann bin ich rausgegangen und habe noch mehr Leute gekillt, aber alle mit der flachen Hand. Und dann war ich an einem Bonfire und konnte mich dann hierher teleportieren. Das war, oh stimmt, noch Just Hitting. Ja, das mache ich, das ändere ich schnell. So. Genau. Und dann habe ich auch bemerkt, dass ich erst im Hub quasi Waffen wählen konnte. Hier zum Beispiel, ne? So, jetzt hatte ich die Frage. Also ich würde schon gerne die Peitsche nehmen, ganz ehrlich. Ich würde sehr gerne die Peitsche nehmen. Irgendwie fand ich die cool. Na? So. Das heißt, man kann jetzt hier quasi... Ich konnte hier so schlagen. Und das fand ich irgendwie nicht schlecht. Genau, hier konnte ich so Sachen kaufen. Ich habe auch übrigens keine Trophäe dafür gekriegt, dass ich die so gekillt habe. So. Genau, dann konnte ich hier noch eine Feuerwaffe nehmen. Hier habe ich keinen so richtigen Unterschied gemerkt. Außer in der... Also... Es ist halt sehr viel mehr Damage bei der Pistole als bei der Donnerbüchse. Aber die Donnerbüchse sieht ja einfach krasser aus. Ah, die trifft einfach mehr. Ehrlich nur die Pistole. So, und dann haben wir hier so ein Notizbuch. So, ich sag euch quasi, wenn es blind ist. Ne? Ich habe das Spiel ja schon so ein ganz kleines bisschen angetestet. Ein ganz kleines bisschen habe ich das schon angetestet. Ah, das sind die Level dann, oder was? Oh. Oh. Der Mann ist im Homeoffice. Er ist auch im Homeoffice, ja. So. Frage, wie komme ich in sein Büro? Hallo? Wo ist denn der Hund im Büro? Kann man rennen? Gegenstand verwenden? Ja. Waffe wechseln? Ja. Notfall Quecksilberauffüllung. Quasi nachladen. So. Der da, oder was? Nee. Wieso kann ich nicht rein? Ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Hey, wo ich hier das erste Mal war, war hier die Tür sofort offen. Glaube ich. Da geht's später erst rein. Oh, tatsächlich. Das heißt, ich bin nämlich, als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich nämlich durchgerannt mit der Hand.
So. Aber der Dogo ist noch da, oder? Ja, sehr gut. Sehr gut. So. Oh, das habe ich aber da nicht bekommen. Oder doch? Also ich habe den das letzte Mal quasi mit der Hand fertig gemacht. Das fand ich sehr witzig. Und dann war ich verwundert. Dann dachte ich zuerst, man muss den mit der Hand töten. Oder man kann da wegrennen. Weil jetzt hier diese Blutfiolen sind. Also man kann halt danach sich heilen. So. Und hier ist ja so, der mich getötet hat, den muss ich quasi töten, ne? Also wie gesagt, hier bin ich dann mit meiner Karatehand die ganze Zeit durchgelaufen und hab die alle verprügelt. Bis ich das erste Bonfire quasi gesehen habe. Das war ein bisschen weird. Ne, ich habe eine Peitsche gewählt. Ich weiß nicht, was der Stockhammer ist. Aber die Peitsche ist die einzige, also... Ist auch so laut, ey. Wir machen auch wieder eiskalt so ein Agility-Bild. So, und Blutfiolen sind ja quasi Healpots, ne? Diese Städte, ey. Aber das ist ja nicht mehr das Mittelalter, ne? Das ist schon ein Schritt weiter. Tod allen den elenden Bestien. Okay, das werden wir uns merken. Die Tür sah übelst einladend aus. So, da ist ein Hebel, ne? Ja, hier kam eine Leiter runter, ne? Ja, genau. Das wird wieder so ein Hardcore-Game für mich mit Leitern, Leute. So, du bist drunk. So, wunderbar. Molotow-Cocktail. So. Genau, hier bin ich ja durchgeflitzt. Hier bin ich dann ohne Weapon durchgeflitzt. Voller Panik. Es ist England im Finale. Ja, tatsächlich. Genau, das ist ein Bonfire. Oh, das sah cool aus. Und jetzt kann ich mit ihm reden, ne? Backstep funktioniert anders. Man muss R2 in den Rücken chargen. Oh. Okay, genau. So war ich quasi das letzte Mal hier. Aha. Ihr müsst der neue Jäger sein. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste euer Zuhause sein. Ich bin German, Freund der Jäger. Mhm. Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Seht einfach los. Und er legt ein paar Bestien. Geil. Es ist zu eurem eigenen Besten. Wisst ihr, das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Geil. So. Haltet die Quelle der sich ausbreitenden Plage der Bestie auf. Aha. Dies war einst der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst, aber ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Okay, also ich habe jetzt noch nicht alles hier gepeilt. Man hat ja hier super viel. Aber ich brauche da anscheinend Blutsteine für.
Aber ist ja ganz cool. Alter. So, dann haben wir ja noch die Zweihandwaffe, ne? Die Pistole. Pistole war R2, ne? Pistole war R2. Ja, die Puppe, das klang auf jeden Fall sehr creepy. Sind wir ehrlich, die Puppe, Leute. So, okay. Wir haben ein sehr gutes Rollverhalten, by the way. Das gefällt mir überragend. Ja, da würde ich mal sagen, ich Zeit. Ein Kiesel. Was bringt ein Kiesel? Ah. Okay. Kann ich über einzeln pullen. So. Aber das, wenn ich jetzt so R2 drücke, ist einfach nur ein schwerer Angriff, oder wie? So, da unten stampft jemand übel lautes rum. Ich beleidige mich die ganze Zeit, ey. Oder war das der einzige Weg? Ja, wir können auch hier runter, ne? Aber das ist dann wahrscheinlich eher eine Abkürzung, die ich jetzt noch nicht nehmen will. Was ist besser, Sekiro oder Bloodborne? Bloodborne kann ich noch gar nicht beurteilen, Leute. Okay, das sind 4. Das sind 4 Leute, das ist schon eine Menge. Okay, da ist ein richtig großer. Das ist ein Backtrack, ne? Ah, das ist die langsamste Tür der Welt. Ja, das ist ein Backtrack, ne? Ja, wollen wir uns sofort mit dem Dicken da anlegen? Leute? Wollen wir uns sofort mit dem Dicken anlegen? Nein. Nein oder rein? Wo sind denn die Typen hier? Oh, 20. Wie viel auf einmal bekommen. Okay. Okay, das sind auf jeden Fall viele. Aber ich habe auf jeden Fall Range. Ihr seid verflucht, Alter. Guckt euch mal an, ey. Bin ich der Böse? Am I the bad guy? Lol, alle gucken nur zu. Das ist Zivilcourage in einem Bild. Alter, was hat der denn für ein super schwer dabei, ey? Also bisher, EDC-Training hat es gelohnt, ne? Die Peitsche ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe ja gesehen, dass man sich auch heilen kann, wenn man getroffen wird, ne? Ja, ich kann das alles wieder gegenheilen. Das
Das ist schon cool gemacht, die Idee, dass man sich gegenheilen kann. Der Typ da oben nervt natürlich ein bisschen. Oh, wow. So, hier drinne. Hier wackelt etwas, ne? Oh. So, wer bist du? Lol. Boah, ich kann quasi fast alles wieder gegenheilen. Ist das normal? Ich kriege hier einen echt soliden Wert wieder. Mit der Pistole ist geil. So. Okay. Also wir haben sehr viel... Also ich weiß nicht, ob wir viel haben, aber... Fühlt sich nach viel an. Leute. Farm lieber schon mal ein paar Pots. Okay. Wait, das ist doch die andere Seite. Ah, da ist er. Den haben sie nicht reingelassen. Die Frage ist, warum? Von hier seid. Nee, bin ich nicht. Tja. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Hast du dir gepircht? Armes Ding. Ich hätte jetzt noch ein anderes Gespräch quasi verpasst. Da war auch so ein Typ. Pistole ist zum Parieren da. Pistole ist zum Parieren da. Du meinst, ich breche quasi seinen Angriff ab, na, weil ich ihn einfach vollöde in einfach eine reinhaue. Ich glaube nicht, ja. Mit den richtigen Runden hast du viel Lifesteal auf der Lane. Aha, und willst du so. Okay. Ich hätte den Satz zuerst am Ende zu Ende lesen sollen. Okay, das ist eklig. Ölurne. Eine Urne, die beim Wurf... Ah. Okay. Ich nehme mal an, ich kann Öl und Pistole kombinieren, oder? Öl macht mehr Feuer, mehr Schaden. Aha. Okay, wenn ich werfe, mache ich so. Ne, was habe ich jetzt gemacht? Ich hab jetzt meinen Schaden erhöht, oder? Wie kann ich denn jetzt werfen? Wie werfe ich den Gegenstand? Oh, shit. Okay. Das Anvisieren ist ein bisschen anders. Vier. Ah, ich habe Teil meines Lebens gegen Kugeln eingetauscht.
Ah, oh my God. Okay, das habe ich verstanden. Ich habe Teil meines Lebens gegen Kugeln eingetauscht. Okay, okay. So, das habe ich vorhin legit übersehen, ne? So, mit Viereck kann ich werfen. Testen jetzt den Damage. Der ist aber not bad. Und dann testen wir mal den AOE. Oh, das ist aber sahnig, muss ich sagen. Warum war jetzt mein Schaden so hoch? Ich hab den jetzt gleich gebrochen, ne? Oh, ich kann einen Eingeweideangriff machen mit der 1. Okay, das teste ich mal. Also er ist dann da quasi... Also Gegner können ja auch staggern, sagt er. Hier bin ich freundlich hochgegangen, ne? Das war ziemlich dumm. Okay, das heißt, hier muss ich trotzdem an allen vorbei, ne? Oder was? Oh, shit. Ihr seid verflucht! Aua! Tod allen elenden Bestien! Das ist aber krass, ne? Du machst einen Fehler und hast die Möglichkeit, den durch Damage auszugleichen. Das ist gar nicht so scheiße. Oh shit, ich hab's gar nicht gesehen. So. Ist die Tür da offen? Ah, jetzt habe ich mich verklickt. Ja, ich kann doch ein bisschen weiter in die Luft schlagen, um mich zu heilen. Okay. Ja, ich glaube, dann wissen wir jetzt ja quasi alles. Ich wollte ja ein paar Sachen auf jeden Fall noch testen. Den Kiesel muss ich noch testen. Aber der wird ja nicht worth sein, nehme ich an, ne? Ich habe das jetzt ja schon sehr schlecht gemacht gerade. So. Aber komme ich hierhin wieder? Wahrscheinlich, ne? Vielen Dank an Darkside in Me. Für La Raid. Willkommen. Probier mal. Beides zusammen? Beides zusammen geht nicht. Wenn ich L1 drücke, dann wechsle ich ja den Stil. Wobei ich also nicht den Vorteil gesehen habe, wenn man die Waffe normal benutzt. Weil selbst wenn ich auf den Boden falle, kann ich mich gegenheilen, ne? Also ein Teil des Schadens, meine ich. Ist cool. Okay, das spielen wir jetzt ordentlich. Oh wow, halt den nicht anvisiert. Ihr seid verflucht. Die mögen mich überhaupt nicht. Okay, also die Pistole ist super nahkampflastig, ne? Die Pistole ist extremer Nahkampf. Aber das ist cool. Und das kann er auch immer machen, ne? Kann ich Pistole auch drücken, wenn ich stagger? Ich kann auch so hier machen, ne? Also ich kann auch den hier... Oder ich konnte halt mit der Faust konnte ich so einen aufgeladenen Angriff machen. Elender Fremd, niemand öffnet in einer Nacht, verschwinde. Ah, hier wird wirklich gepurcht, ne? Ist aber krass, dass die Türen nicht aufmachen können.
Es hat ja schon etwas sehr Vorteilhaftes, wenn das nicht geht. Vielen Dank an Rennroulade. So. Okay, Dash-Angriff gibt's auch. Muss ja in so einem ganz scharfen Winkel bleiben, weil... Weil der Typ da oben die ganze Zeit böllert, ne? Das nervt schon hart. Aber ich könnte gleich zu dem hoch. So, das sieht so aus, als wenn er eine Rede hält, ne? Aber er macht halt nichts. Ich glaube, die beneiden den einfach, weil er eine Knarre hat. So, da war ein Hund auch, ne? Hunde beneide ich jetzt auch nicht, muss ich sagen. So, da ist auch ein Weg, ne? Aber da kamen wir ja, ne? Oder waren wir ja mit. Unangenehm. Oh, wow. Ja, das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Okay. Also, wenn etwas links von dir steht, ist over. Also das mit dem Zuschlagen ist ja echt kritisch, ne? Also wenn ich ganz links stehe, dann geht's. So, hier war noch ein Typ. Okay. Ja, also man hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Damage gegen sich. Das ist wirklich crazy. Das heißt, man muss sehr vorsichtig bleiben. Der Typ hier, da müssen wir super, super vorsichtig bleiben. Blutsteinscherben sind auch richtig wichtig, oder? Aber wir probieren es selbstverständlich. Leute, we have to try it. Die andere Waffenform ist wahrscheinlich in dem engen Gebiet besser, ja, das glaube ich. Okay. Ich merke, er hat auf jeden Fall mehr Stamina als Jan. Unsere Schuld? Was meint er? Was meint er, es ist unsere Schuld? Leute. Fackel. Fackel nehme ich mal. Nee. Was ist denn eine. Ah. Okay. So, warte mal. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Scheiße, das war's nicht. Fuck, fuck, fuck. Also nach unten darf ich niemals drücken. Nach links war es, ne? Hier wechsle ich die Waffe und hier wechsle ich die. Okay. Wir dürfen nie nach oben drücken. Okay? Niemals nach oben drücken. Mein Charakter ist nicht so nett, wie ich denke. Nö, bisher denke ich das nicht. Ich werde ja von allem bisher beleidigt. Bisher scheint mich ja hier jeder eiskalt zu hassen. Oh, shit. So, die da oben freuen sich übelst so. Ist das quasi der Pöbel, der quasi zuschaut, wie die Leute sich hier... Ich meine, es ist ja quasi Purge.
bin aus einem fremden Land. Das sieht man mir doch gar nicht an, oder? Oder ist das meine Kleidung? Ich meine, die sehen ja schon alle ziemlich fertig aus. Das ist ein Backtrack hierher. Tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt hier einen Backtrack verpasst. Dieser Gestank. Kabeljau. Riecht wie ihr, Fremder. Bitte Gott, Gnade. Ich muss leben. Verstärkt deine Waffe, ja. Kabeljau. Daraus können Bluterschuss gewonnen werden. Aha, okay. Wenn die Lampe an der Tür an ist, gibt es ein Gespräch. Aha, okay. So, da hinten war ich jetzt auch. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich habe mir vorgenommen, jetzt bei den Spielen mehr auf. Also mir wirklich zu üben, auch die Lore so ein bisschen mitzupeilen. Okay, was ist das? Versau ich mir jetzt hier alles, wenn ich jetzt hier runtergehe? Versau mir alles. Habe ich schon einen getriggert? Nee, habe ich nicht. Okay. Warum so? Jetzt habe ich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Oh. Das denn? Kabeljau. Ist ja gut. Wenn du Babynabelschnur. Eine Babynabelschnur. Schon ein bisschen grotesk. Okay, also da unten ist wieder so ein großer. Die Frage ist. Der Große alleine. Bitte Gott, Gnade. Ja. Boah. Ihr macht nicht lange. Vorbei. Jesus. Wait. Also ich bin hier nicht richtig rein, oder? Weil bin ich hier richtig? Sag mir doch bitte einfach nur, dass das ein Backtrack ist. Das ist ein verdammter Fluch. Hier war ich noch nicht. Oh, das sind zwei Typen. Alter, ich kriege so viel Blutscherben. Ah, okay. Das mache ich auch wunderbar von hinten auf, oder? Okay, das heißt, sie haben das jetzt gebacktrackt. Allerdings können wir immer noch nicht unsere Seelen ausgeben, ne? Ich habe gesagt, ich muss erstmal irgendjemanden besiegen. Hier konnte ich reden, ne? Und ich bin Gilbert. Ihr müsst viel Spaß gehabt haben. Janam hat eine besondere Art, mit Gästen umzugehen. Aber ich möchte gern helfen, wenn es... diese Stadt ist, was auch immer ihr vorhattet. Ihr solltet schnell von was auch immer man hier finden kann. Das ist traurig. So, aber ich kann mir wahrscheinlich nochmal drücken, ne?
Ups. Bleichblut. Aber wenn ihr am Blut interessiert seid, solltet ihr es bei der Heilenden Kirche kontrolliert das gesamte Wissen über die Blutbehandlung. Hinter dem Tal, im Osten Janems, liegt die Stadt der Heilenden Kirche. Und tief im Kathedralenbezirk steht die alte Groß-, der Geburtsort des besonderen Blutes der Heilenden Kirche. Aha. Also ich finde auch, dass die FPS-Zahl noch relativ gering ist, ja. Ich finde auch, dass da geht mehr. Okay, das heißt, wir haben jetzt... Oh, Alter, wie laut das ist. Das heißt, wir haben jetzt da gebacktrackt. Wir haben noch den Weg offen. Wir haben noch den normalen Weg hier offen. Den hier. So, wir haben den Weg offen. Und ich bin da jetzt ja hier runter. Wo ich backtracken konnte, aber auch noch einen Weg offen habe. Ich muss noch mehr reden mit dem. Ja, das machen wir dann auch noch. So. Da würde ich sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter. Oder? Also wir waren jetzt hier beim Kabeljau. Und jetzt, das können wir nicht bedienen. Von einem Gerät verschlossen. Das ist aber ein Backtrack. So, und dann haben wir hier einen leuchtenden Hund. Warum leuchtet er? Oh, ne. Sah nur so aus, als wenn er geleuchtet hätte. Bruder. Bruder! Nein! Ja, man kann echt noch lange heilen. Oh, wow. So. Okay, also... Man kriegt ja schon ordentlich aufs Maul. Würde ich sagen. Ich würde schon sagen, dass man ja ordentlich aufs Maul kriegt. So, Leute, wenn ich frage, könnt ihr was schreiben, ja. Das ist, denke ich, ein fairer Trade. Schaffe ich das nur einzupullen von denen? Oh, hier laufe ich hoch, okay. Warte mal, der sah gerade so aus, als wenn er mich anrennen wollte, ne? So hast du das Viereck. Oh shit. Der ist ja richtig verwundbar. Alter. Alter Schwede. Ist das annoying. Oh, das war die falsche Taste. Granate. So, okay, das war sehr unangenehm. Ich habe, muss dir vorstellen, als ich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich den mit der Hand gemacht. Der hat nur Scheiße gemacht. Jetzt ist der hier übel super krass, der Grosseth.
Also er war jetzt richtig aggressiv. Den Brunnen mal anschauen. Also ich spiele ja komplett blind. Der Brunnen ist wohl übelst cool, oder was? Kann doch mal einen Blick drauf werfen, ja. Wenn der explodiert, ist wohl vorbei, oder was? Das ist ein bisschen wie bei Sekiro. Da habe ich auch alle Brunnen verpasst. Was ist das für eine Kaffeetasse? Das ist actually die Kaffeekanne. Da ist wieder so ein großer, ne? Okay, das werden wir im Kopf behalten. Da ist wieder so ein großer. Wir gucken erstmal hier, ob der uns hier backtracken will. Ich krieg richtig viele dieser Scherben. Okay, da ist eine Leiter. Ah, das ist jetzt hier schon wieder sehr From Software-mäßig. Also, das ist wirklich unangenehm. So, hier sind wir bei den Fackeln. Wie hat der das eigentlich überlebt? Jetzt könnte man das von der Seite öffnen? Nee, das war einfach immer zu. Ich dachte, ich habe die unten alle schon gepurcht. So, okay, also. Hier ist noch ein bisschen was, ne? Ne, von hier kamen wir. Kam von hier, wir können noch in dieses... Aber wir gehen noch mal ganz kurz hier runter, oder? Das heißt, das war ja quasi nur eins Geländer. Und das war's. Wir gehen mal hier lang. Also wenn es eine Leiter gibt, nutze ich sie auch, okay? Das ist der Plan. Die Frage ist halt, wenn ich sie finde. Das hier sieht so aus, als wenn ich sofort in Blighttown gehe, nach Blighttown gehe. In der Ecke gibt es noch einen Geheimgang. Hier. Der Geheimgänge fände ich natürlich nicht so schnell. Okay, der da sieht auch neu aus. Wait. Wieso ist da eine Leiter? Also wieso ist da eine Leiter? Und nicht hier? Geh's mal hoch. Leute, das ist jetzt hier nicht so wie... wie bei Dark Souls, wo man einfach... Hier ist tatsächlich die Leiter, ne? Ich habe es gerade gesagt, ich muss es sehen können. Und ich habe sie nicht gesehen. Hui. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier einfach sinnlos rumspaziere. In Gebiete, wo ich noch nicht hingehöre. Weißt du, wie bei den Katakomben. Die Katakomben, ich meine, ich habe Mangos Dark Souls Video gesehen. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Versuchen auch gegenheilen zu können, aber es ist schon ein High-Risk-Playstyle tatsächlich. Ich soll wieder hochgehen, ne?
Also ich fühle das ja auch noch gar nicht, muss ich sagen. Ich gehe wieder hoch. Ich gehe wieder hoch und laufe den Weg entlang, wo die beiden Hunde waren. Geh wieder hoch, bleib da. Na, direkt fast untereinander, Leute. Seht ihr das? Das ist das Leben eines Streamers. Tut es nicht. Ach, guck mal, man sieht ja wirklich, die Leitern sind markiert auf dem Boden, ne? Ich müsste da wirklich meine Augen mal aufhalten. Die Leitern sind tatsächlich markiert auf dem Boden. Mhm. Wusstest du, dass Leona und Diana ein Liebespaar sind? Ich glaube, die sind kein Liebespaar, sondern die sind Geschwister. Wenn sie ein Liebespaar wären, dann bringt das verschiedenste Probleme mit sich. Das hier sieht so aus, als wenn ich hier so rein könnte. Ne? Und das ist eine viel zu breite Kutsche. So, also wir haben da einen Typen. Oh! Ah, da hast du mich erschrocken. Alter, Todespanik. Aus dem Nichts kam der. Leute, Bloodborne ist ja ein Horror-Game. Bist du groß? Nee. Wait, wait. So mache ich das, ne? So muss ich rumlaufen. So muss ich rumlaufen. Leute. Ich dachte, da kam jetzt noch einer oder so. Genau, das ist ein Backtrack, ne? Kann die Tür wieder zumachen? Genau, die habe ich alle abgemurkst, ey. Okay. Das ist zwar technisch gesehen ein Backtrack. Praktisch gesehen, oh, shit. Praktisch gesehen nicht wirklich, weil ich kann es gar nicht nutzen, habe ich das Gefühl. Weil ich bin so dermaßen, das ist schon jetzt schon wieder so ein komplexes Level-Design. Okay, also die vergöttern den da, ne? Okay, es geht los. Okay, Molotov-Cocktails sind aber richtig broken, kann das sein? Davon sollte ich nicht so viele verwenden, oder? Ich hätte nur einwerfen sollen. Leute. So, ich hätte jetzt gerne die Möglichkeit zu leveln. Wie wäre es damit? Okay. Slowt der mich? Nun schlage ich so langsam zu. Verlangsamt er mich? Alter Scheiß, krass, ja, ja, ich höre den auch. Irgendwie habe ich das getroffen. Macht gar keinen Damage.
Ich mache einen Null Damage. Aber ich treffe den auch nicht. Das verstehe ich noch nicht hier, den hier. Wenn er diesen Charge macht, trifft er immer, oder was? Drücke 1, also ich drücke wirklich. Ah, er schreit so laut, ey. Was macht er denn mit dem? Warte mal, was hat mich jetzt getroffen? Bruder! Oh, es war 1 zu 4. Man hat immer noch 0 Damage, ne? Ja, das ist leider Greed Design. Also das ist leider sehr greedy gewesen, muss man sagen. Ich konnte mich da nicht mehr bewegen. Was passiert denn, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann? Also wenn ich getroffen werde, bin ich ja tatsächlich jetzt, ich war jetzt gelähmter als sonst. Ach ja, ich respawn aber nicht da, ne? Schalldämpfer beendet. Okay. Okay. Muss ich jetzt wieder zu ihm? Nee, ich kann jetzt mit ihr reden, ne? Hallo, guter Jäger. Ja, das ist sehr schade. Ich bin eine Puppe. Ich passe in diesem Traum auf euch auf, ehrenhafter Jäger. Folgt den Echos des Blutes und ich leite sie in eure Kraft. Ihr werdet Bestien jagen und ich werde für euch... Das ärgert mich jetzt sehr, weil ich wusste, dass das passiert. Geist Mut zu sprechen. Nun gut, die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen.
Ja, das ist natürlich jetzt komplett verbuggt, ne? Weil ich habe ja nichts. So. Habt ihr mit German gesprochen? Er war selbst Jäger vor langer Zeit. Er ist verborgen, in der Traumwelt nicht zu sehen. Doch er ist hier. Das ist seine Bestimmung. Lebt wo, möget ihr... Okay, das ist sehr, sehr ärgerlich. Wir können jetzt aber nochmal hingehen, oder? Weil das Ding ist ja, wir können den gar nicht jetzt nochmal machen, tatsächlich. Oder soll ich nochmal mit dem Typen nochmal reden? Ich kann nochmal mit dem Typen reden, ne? Weil es gibt, anscheinend spawne ich ja immer hier, statt bei dem Bonfire. Wait, der Homie ist nicht da. Leute. Okay, das heißt, jetzt können wir uns zum ersten Mal quasi verbessern. Aber das kostet ja schon sehr viel, oder? Willkommen. Was für... Nun gut, lasst mich... 800 kostet das jetzt schon. Wir hatten jetzt ja 1200 oder sowas. Oh. Stimmt, Waffe verstärken. Okay, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schade, Boss nicht geschafft, aber machen wir bestimmt beim nächsten Mal.